Ja, meine Damen und Herren, liebe Werder-Familie, liebe Gäste, liebe Freunde. Ein großer Haudegen des deutschen Fußballs, Horst-Dieter Höttges, wird heute am 10. September 2003 60 Jahre alt. Und wir alle sind gekommen, um mit ihm gemeinsam dieses Fest zu verbringen. Möglicherweise hat es in der Werder-Familie niemanden gegeben, der dies mehr verdient, im Kreise dieser Familie zu feiern, denn er war sicherlich mit Abstand der erfolgreichste Spieler, der jemals in der heute 104-jährigen Geschichte des SV Werder Bremen das grün-weiße Trikot getragen hat. Die Karriere des gebürtigen Mönchengladbachers begann 1958 bei zunächst Blau-Weiß Mönchengladbach. Im selben Jahr wechselte er noch über zum Reiter SV. Da schreibt man mit EY, nicht denken, dass Sie denken, aber zwischenzeitlich dem Pferdesportverband. Und 3 Jahre später ging er dann zu Borussia Mönchengladbach, wo er zu einem überdurchschnittlichen Bundesligaspieler heranreifte, weswegen wir von Werder Bremen ihn an die Weser holten. In diesem Jahr waren auch andere Größen fußballerischer Art, wie zum Beispiel Matischak und Steinmann oder aus unseren eigenen Reihen unser heutiges Aufsichtsratsmitglied Hans Schulz, zu der damals schon bestehenden Truppe, die sich besonders durch Spieler wie Pico Schütz, Max Lorenz, Günter Bernhard, Zebrowski, der leider nicht gekommen ist, zugesagt hatte, der übrigens mit mir zusammen die Schulbank in der ersten Klasse gedrückt hat. Ich hatte damals viel Ärger mit ihm, er ließ mich nicht abschreiben. Klaus-Dieter Hähnel hat auch zugesagt, ist im Moment noch nicht da, aber auch das waren Größen. Und mit diesen neuen Spielern, die dazu kamen, gab es erst einmal eine Vorsaisonreise in die Vereinigten Staaten. Man nahm teil an einem internationalen Turnier und dieses wurde gewonnen. Grandioser war aber, dass diese erste Saison von Horst-Dieter Höttges, die Saison 64-65, dazu führte, dass Werder Bremen die erste deutsche Meisterschaft einfuhr und das im zweiten Jahr der Bundesliga. Werder Bremen war also der zweite Meister in der Geschichte der Bundesliga. Damals, wie Sie sich vielleicht erinnern können, gab es noch keine Universität in Bremen und wir mussten alle nach Hamburg fahren, um uns dort zu bilden. Hat teilweise geklappt, Uwe. Und wir werden alle nie vergessen, dass es zu einem Highlight unseres akademischen Werdegangs wurde, als Werder Bremen am 13. Februar 1965 im Volksparkstadion HSV mit 4:0 schlug. Die Verhältnisse waren ja damals andere. Das Gros der Spieler verdiente etwa 400 D-Mark. Nun hat Horst-Dieter heute in der Bild-Zeitung dazu gegeben, dass er etwas mehr verdient hat. Damit ist abermals bewiesen, dass er einfach ein Spitzenspieler war. Auch das Umfeld war seinerzeit anders. Früher konnte der Spieler noch in aller Ruhe 3 Glas Bier trinken und es kam nichts an die Öffentlichkeit. Heute muss der Kommentator schon 3 Bier trinken, damit das an die Öffentlichkeit kommt. Ebenfalls war anders, dass die Spieler in der Regel einen Halbtagsjob hatten. Und es bleibt für mich ein unvergessliches Erlebnis, dass der inzwischen leider verstorbene Besitzer des ebenfalls nicht mehr existierenden Geschäfts Radio Barlage, Herr Gerd Tege, ein Werder-Fanatiker ohne Ende, Horst-Dieter einen Halbtagsjob anbot und mir oft in den Semesterferien die Möglichkeit gab, als Auslieferungsfahrer zu agieren. Insofern hatte ich sehr früh in den ersten Tagen des Daseins von Horst-Dieter in Bremen schon die Möglichkeit, eine freudige Bekanntschaft mit diesem Teufelskerl zu machen. Er war mein Chef, er war ein guter Chef. Was er halbtags den Omas an ausgelaufenen Fernsehmodellen verkauften, habe ich nachmittags ausgefahren und das Geschäft lief wie geschmiert. Damals trugen wir beide schon gnadenlos dazu bei, dass das deutsche Bruttosozialprodukt hohe Zuwachsrate hatte. Also es war nicht nur ein sportliches Wunder an der Weser geschehen, sondern auch ein wirtschaftliches.
Dieser Mann, der den SV Werder, Bremen nie verließ, dieser eisenharte und kompromisslose Verteidiger, vor dem sich Stürmer wie Gerd Müller oder Stanley Buda fürchteten wie Hasen vor dem Jäger. Er spielte 420 Mal in Grün und Weiß, absolvierte zwischen 1965 und 1974 66 Spiele für Deutschland. Er war Welt- und Europameister. Als Teilnehmer an drei Weltmeisterschaften schaffte er sich aufgrund seiner Zweikampfstärke und Zuverlässigkeit Respekt weit über die Grenzen Deutschlands hinaus. In der Nationalmannschaft hat er gespielt mit Spielern wie Uwe Seeler, der sich nicht hat nehmen lassen, seine Freundschaft zu Horst Dieter und seine Erinnerungen an Spiele gegen Horst Dieter und mit Horst Dieter in der Nationalmannschaft hier durch seine persönliche Präsenz zu dokumentieren, zu symbolisieren. Franz Beckenbauer sagte mir vorgestern bei einer Diskussionsrunde in Hamburg, die zusammen mit dem dortigen Bürgermeister und weiteren Größen, Uwe war auch dabei, als ich ihn fragte, sag mal, ich muss da ein paar Worte sagen zu Horst-Dieter Höttges, nun steht ja in deinem Buch drin, er trat gegen alles, was sich bewegte. Kann man das etwas eleganter darstellen? Da sagte er, dann sag einfach, er war sehr zuverlässig, aber ein Feinmechaniker war er nicht. Nun muss ich ja sagen, die sogenannten Grobmechaniker, die braucht man eben auch. Und wir haben das in den letzten Jahren oft gesehen, wenn uns ein solcher fehlte. Weiter hat er gespielt mit Willi Schulz, mit Wolfgang Overath, Karl-Heinz Schnellinger, Helmut Haller, Günter Netzer, Gerd Müller, um nur einmal einige zu nennen. Am 4.12.1979, nach fast 14 Jahren Einsatz bis ans Limit für unseren Verein und 55 als Verteidiger geschossenen Toren, nahm Horst-Dieter Höttges Abschied vom Berufsfußball. Sein Bild in der Öffentlichkeit, vorzugsweise bei den Fans, hat auch seinen Ausspruch geprägt, Werder Bremen werde niemals absteigen, solange er auf dem Feld steht. Und er hat dies eindrucksvoll eingelöst und bewiesen. Er blieb uns immer nah und ist heute unser Co-Trainer bei der U15. Auch das zeigt, dass er trotz seiner unglaublichen sportlichen Erfolge niemals abhob und immer ein volksnahes Fußballidol blieb. Einer wie ihn mögen wir alle. Er ist einer zum Anfassen, wie man sagt. Ich glaube, das haben wir alle in den vergangenen Jahren gesehen. Er hat stets unsere Sympathien gehabt. Hätte er bis heute durchgespielt, wäre Werder Bremen ja nach seiner Theorie niemals abgestiegen. Und dann stünden wir heute in der ewigen Bundesliga-Tabelle auf Platz 2 hinter Bayern München. So stehen wir leider auf Platz 3, weil der HSV 35 Punkte mehr hat als wir. Die hätten wir natürlich in der einen Saison, in der wir dann drin geblieben wären, locker gemacht. Einen treuen Helden wie Horst-Dieter Höttges vergisst man nicht. Werder Bremen ist stolz darauf, ihn zusammen mit den Altmeistern Richard Ackerschott und Pico Schütz sowie mit den Fußball-Neuzeit-Ikonen Marco Bode und Dieter Eils in der Riege der Ehrenspielführer zu haben. Horst-Dieter, wir wünschen dir heute zu deinem 60. Geburtstag Glück und Gesundheit für deine Familie und dass dein Wunsch, die U15 möge abermals die Norddeutsche Meisterschaft erringen, in Erfüllung.